Willkommen und hallo zu einer weiteren Folge Sniper Elite 3. Ja, ich bin irgendwie, oder wir sind immer noch da, wo wir beim letzten Let's Play waren. Oh mein Gott. Ja, es tut mir leid für diese Anmoderation, die ist ja mal echt für die Hosts hier. Wir müssen immer noch den netten Kerl da hinten ausschalten, weil ich schon wieder gestorben bin und somit wir nochmal neu alles machen müssen. Diesmal bin ich, glaube ich, aber ein bisschen anders an dieser... sind wir ein bisschen, glaube ich, anders an dieser rangegangen. Erstmal alles auskundschaften. Oh Gott, da hat das ein bisschen länger geladen. Habt ihr das mitgekriegt? Was war das? Wieso guckst du da jetzt hin? Warum tust du das? Ey, das finde ich jetzt immer uncool, dass du das machst. Irgendwo hier steckt. Dafür musst du jetzt leider sterben, weil du aufmerksam geworden bist. Es tut mir leid. Schmerz! Schmerz! Wir müssen uns jetzt von dieser Position natürlich wegbewegen. Sonst wären wir von den Wachen gesehen und das wäre für uns natürlich sowas von beschissen, weil dann müssten wir wieder neu anfangen. Und so langsam dürfte es jedem von uns auf den Senkel gehen, dauernd neu anzufangen. Also versuche ich jetzt mal das Spiel zu spielen für euch, so als habe ich verstanden, wie das Spiel funktioniert. Da hinten geht einer. Ich habe verstanden, dass das Spiel ein Stealth-Shooter ist. Das bedeutet, ich habe eine Mine gelegt. Genau das bedeutet das, Mine aufnehmen. Da unten war nämlich jemand. Habt ihr den auch gesehen? Ich habe jetzt gerade ein bisschen Scheiße gebaut beim Da ist er wieder. Da. Wenn jetzt das Ding hinter mir losgehen würde, dann wäre das echt grandios. Dann könnten wir den ausschalten. Und jetzt schalten wir den aus. Schmerzkugel. Oh, oh. Verdammt. Der arme Mann. Oh mein Gott, also ich weiß nicht, ob ich das irgendwie feiern soll, weil das doch irgendwie, kann ich geil sagen, findet ihr nicht, dass es schon ein bisschen geil aussieht, aber irgendwie ist es auch sehr beängstigend, was das mit meinem Körper macht. Oh Gott. Verdammt, jetzt haben wir das Geräusch verpasst und somit müssten wir nochmal warten. Verdammt. Meint ihr, der kommt dahinter nochmal so da in der Ecke? Da ist er. Shit, ich glaube, das war zu spät. Ich glaube, das war zu spät. Ich glaube, wir wurden gehört. Oh, Kiefer kaputt. Das tut doch sicherlich weh. Ja, unser Schuss wurde gehört. Verdammt. Jetzt sollten wir uns aber mal schnellstens hier wegbewegen. Bevor die bösen Männer kommen. Gibt's da denn noch irgendwo einen? Nicht, dass ich da irgendjemanden übersehen habe und wir doch am Arsch sind. Ich benutze ziemlich viele Schimpfwörter. Das macht man nicht. Da oben geht noch einer. Den habe ich jetzt gar nicht mehr wahrgenommen. Der muss leider auch dran glauben. Mit einem gezielten Schuss gehen wir auf Wehrmachtsjagd. Schmerz! Schmerz, aua. Oh, verdammt. Schmerz, Schmerz, Schmerz. Ich krieg Kopfschmerzen. Ich krieg sowas von Kopfschmerzen, wenn ich sowas sehen muss. Ja. Den haben wir ausgeschalten, den haben wir auch ausgeschalten. Da unten, den haben wir auch ausgeschalten. Gibt es denn jetzt hier überhaupt noch wen, den wir ausschalten müssten? Oh, 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 verdammt, ups. Das sollten wir gleich mal verbinden. Nicht, dass ich, dass wir hier irgendwie sterben. So, verbannt. Wickel dir das Ding um, da Pflaster. Er knallt sich eigentlich nur ein Pflaster drauf. Ich habe gedacht, er wickelt sich ordentlich was ein hier. Was ist denn los?
Das enttäuscht ein bisschen. So, wir haben jetzt auf jeden Fall soweit alle Gegner ausgeschalten, die uns jetzt irgendwie im Weg waren. Und die uns Probleme gemacht haben im letzten Let's Play. Das bedeutet, wir könnten doch jetzt irgendwie versuchen, den netten Offizier da auszuschalten, oder was? Ich würde sagen, wir bewegen uns mal ein bisschen schneller. Sonst läuft das Let's Play wieder ohne uns. Nein, das Spiel läuft zwar mit uns, aber das Let's Play läuft schon wieder ohne, dass wir irgendwas erreicht haben. Oh, das wäre natürlich nicht gut. Kann ich den von... Können wir... Ich bin... Es tut mir leid. Ich versuche, mehr ein Wir zu machen. Und manchmal rutsche ich noch ins Ich. Das finde ich nicht gut. Oh mein Gott! Habt ihr den gesehen? Da oben steht einer. Oh, der hat uns nicht gesehen. Verdammt. Idiot. Tja, das wird ihm leider jetzt zum Problem. Schmerz. Kugel des Schmerzes trifft ein. Oh Gott, ich kann da... Eigentlich möchte ich da immer fast gar nicht hingucken. Jetzt sollten wir uns mal ein bisschen weiter nach vorne bewegen. Der nette Mann mit... kann ich den von hier... können wir den von hier treffen? Doch, wer der bringe, dann hätten wir das Problem gelöst. Oh Gott, da ist er hier. Nee, das ist er zwar nicht. Da ist er. Shit! Der ging da neben. Oh, das war eine Sekunde, glaube ich. Jetzt müsste Schmasch, ja. Oh Gott, wir müssen uns hier wegbewegen. Oh, wo geht die rein? Oh, verdammten Kleister, Scheiben, verdammten Kleister. Wir müssten uns hier in Sicherheit bringen. Oh mein Gott. Oh, die trifft auch gut, oder? Schmerz! Oh Gott. Der Schütze ist hier. Da. Verdammt, ich brauche eine andere Waffe. Gibt es nicht. Das gibt es nicht. Ich glaube es nicht, dass dieses Let's Play fängt genauso an wie die anderen. Ah, oh, wie das andere. Verdammt. Oh, doch. Nein, wir sind weitergekommen. Oh, Schwein gehabt. Oh, Schwein gehabt. Wir sind weitergekommen. Oh, das ist super. Das ist super. Es wurde gespeichert. Es wurde gespeichert. Verdammt, der ist weg. Aber jetzt brauche ich ja hier eigentlich nur warten. Dann könnten wir die Mission doch schon fast beenden. Da kommt er. Da ist er gleich wieder. Da. So, mein Freund. Das tut mir leid, dass ich dich nicht treffen kann. Warum kann ich den... Warum kann man den jetzt nicht treffen? Was ist denn los? Ah, nein, jetzt ist er da drinne. Ah. Verdammte Axt. Wie kommen wir denn da jetzt ran? An den netten Buben. Vielleicht indem wir uns hinhocken, hä? Wenn er da wieder rauskommt, dann sollten wir den eigentlich kriegen. Und dann sollten wir uns irgendwie verpieseln. Hm. Wehrmachtsjagd ist doch nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Ist zwar ziemlich lustig, aber einfach irgendwie nicht. Okay. Der nette Mann steht immer noch da und wartet, hält Wache. Da kommt der Gegner raus und muss jetzt leider dran glauben. Ich glaube, den sollten wir treffen und... Oh, auf langer Flug. Oh, verdammt. Ja, verdammt. Das sah nach Schmerz aus. Dafür haben wir jetzt aber erstmal einen Positionswechsel vollzogen. Wir sollten irgendwie aber noch weiter die Position wechseln. Was jetzt aber nicht mehr so ganz möglich ist. Verdammt. Weil die jetzt schon die Position angreifen. Und wenn wir jetzt die Position wechseln, dann sehen die uns.
ist natürlich uncool. Ich hätte da... Wir hätten da vorher irgendwie C4 oder sowas platzieren sollen. Das wäre echt cool gewesen. Huh. Moment. Oh Gott, wird das jetzt... Oh, das wird ein Double Kill, oder? Das wird ein Double Kill! Bitte, 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 Double Kill! Double Kill! Nimm den Kopf hoch! Nimm die verdammte Bratsperre! Shit! Oh nein, jetzt klingelt das Telefon. Oh, verdammt. Tja, jetzt kennt ihr leider auch unseren Klingelton. Das finde ich super. Ich müsste mal kurz... Habe ich denn jetzt überhaupt die Zeit dafür? Oh nein, ich habe nicht die Zeit. Ich muss den jetzt leider umbringen. Das tut mir leid. Das ist richtig geil, dass man jetzt das Telefon mithört. Ich hoffe, man kann mich überhaupt noch wahrnehmen. Stirb! So, jetzt bin ich mal leise. Verdammt, es tut mir leid. Ich bin der Meinung, ich werde das rausschneiden. Ich werde mir das erstmal anhören und dann werde ich das rausschneiden oder nicht rausschneiden, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir den Gegner. Ja, das sieht gut aus. Obwohl das Telefon geklingelt war und ich total abgelenkt war, habt ihr das wunderbar gemacht. Ihr habt alle umgebracht. Super, ihr habt die Mission echt super gemacht. Geile Sache. Wow, und noch eine Landmine einkassiert. Was die alles bei sich tragen. Schönes Ding. Ein bisschen Munition. Wir sollten... da ich ja weiß, dass da jetzt LKWs kommen, sollten wir hier mal ins Nest gehen. Ins Nest. Ja. Hier ins Nest. Ins Scharfschützennest sollten wir mal gehen. Weil da ja gleich Fahrzeuge kommen. Die ich von hier gar nicht sehen kann. Da. Sind die denn schon da? Oh, treffe ich den? Ah, verdammt. Nee, das lasse ich mal lieber. Sind die jetzt schon da? Verdammt. Da haben wir Gegner. Ich markiere die jetzt einfach erstmal. Das sind neue Gegner. Das sind das Frontsoldat MP40, Alarmzustand argwöhnisch. Da haben wir auch noch einen. Das könnte in die Luft fliegen. Da haben wir auch noch einen Soldaten. Wir könnten das in die Luft schießen. Da haben wir ein Fahrzeug. Da haben wir ein Fahrzeug. Da haben wir ein Fahrzeug. Waren das alle Fahrzeuge? Aha. Okay, das ist gut zu wissen. Das ist wirklich gut zu wissen. Da ist auch noch einer. So, das sollten jetzt eigentlich alle sein. Glaube ich, hoffe ich mal. Ja, dann wollen wir mal unseren kleinen Offizier plündern, ne? Damit wir ja auch mal ein Erfolgserlebnis haben in dieser Mission. Oh Mann, letztes Let's Play war für den Arsch. Das Eigentum der deutschen Wehrmacht. Ja, wir sind ja auch auf Wehrmachtsjagd. Oh mein Gott, sind das viele Gegner. Da sind viele deutsche Wehrmachtsangehörige. Vorsicht, Vorsicht, Wenn ich diese LKW zerstöre, unterbreche ich ihre Versorgungslinien. Ja, das wussten wir ja schon vorher.
dass wir die zerstören müssen. Info, Valens Projekt. Der von General Valen abgesandte Generalmajor dreht seine Runden und wedelt damit mit... Oh Mann, es tut mir leid. Und wedelt damit mit Unterlagen über ein weiteres hirnverbranntes deutsches Projekt. Okay, wieder ein hirnverbranntes deutsches Projekt. Eliminieren und durchsuchen hochrangige Offiziere, deutsche Offiziere. Die Aufgabe machen wir ja schon ganz fleißig. Dauert auch ewig lang, bis man das irgendwie hinkriegt. Ich zumindest, ich stelle mich auch ein bisschen düsig an, glaube ich. Ich verkenne das Spiel ein bisschen, glaube ich. Weil ich das eher wie bei Assassin's Creed sehe. Einfach durchrennen, alles umbringen. Diesen Generator sabotiere, kann ich meine Schüsse maskieren. Okay, dann wollen wir den mal sabotieren. Oh! So. Dann erstmal sabotiert. Schon mal gut. Es gibt uns die Möglichkeit zu schießen. Die Frage ist bloß, auf was schießen wir als erstes? Was nehmen wir uns als erstes vor? Oh, hoffentlich haben DOS jetzt die Gegner nicht gehört. Oh, verdammt. Oh. Schmerz. Schmerz. Kugel des Schmerzes. Flieg. Verdammt! Oh Gott, das geht alles kaputt. Oh, das tut mir leid. Das tut mir wirklich leid. Irgendwie tut mir das wirklich leid. Das ist doch nicht normal. Das tut doch weh. Aber ich muss mir trotzdem den nächsten schnappen. Tja, so ist das im Leben. Manchmal kann man sich was nicht aussuchen. Ah, verdammt! So, dann haben wir noch zwei Gegner vor uns, die wir jetzt mal so ein bisschen kaputt machen. Hm, da warte ich lieber auf das Zeichen. Und dann hat mir das überhaupt nichts gebracht. Doch. Ha! Tja. Oh Gott, hoffentlich war das jetzt auch noch rechtzeitig. Oh, am Hals. Verdammt. Verdammt. Standortwechsel. Shit, ich kann da nicht durchschießen. Wir wurden befördert. Das ist erstmal gut. So richtig gut. So, auch wenn du dich bewegt hast, du stirbst. Es tut mir leid. Oh, verdammt! Nee, wir bleiben dabei. Shit. Oh, beim dritten Schuss. Beim dritten Schuss erst. Verdammt. Hier sucht uns aber immer noch jemand. Das ist nicht gut. Okay. Wir könnten... Wir haben Dynamit. Ich würde das jetzt gerne mal probieren. Dynamit, eine mächtige Sprengladung, kann mittels Scharfschützengewehr ferngezündet werden. Okay. Dann wollen wir mal platzieren. Wollen wir mal dahin. So, und nun kann ich mit Feuerstein, Stahl zünden?
Und du? Ach da. 18 Sekunden. Ah, sehr interessant. 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sprengung! Oh mein Gott, das war ja mal schon mal was so nice, man. Jetzt können wir uns hier mal ein bisschen austoben. Da wollte ich hinschießen. Die Frage ist... Oh, jawoll. Ah, seht ihr? Wir brauchen mehrere Schüsse. Für so ein Laster brauchen wir mehrere Schüsse. Okay. Gut, das ist gut zu wissen. Das ist wirklich gut zu wissen. Weil wir haben jetzt nur noch Granaten, Minen... Nichts groß Besonderes jetzt mehr. Oh, 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 oh. Die Gegner wissen, dass ich hier bin. Ja, das war irgendwie klar. Ah. Die Schaube ja mal gehört. Ich kann das hier nehmen. Wie kann ich denn das nehmen? Ja, so lege ich mich hin. So nehme ich das. Wie kann ich das jetzt in die Hand nehmen? Ist da keine Möglichkeit für? Ah, das ist ein bisschen lahm, ein bisschen lahm, ein bisschen lahm. Aber okay, gut. Wir haben ja nur noch 3 LKWs vor uns. Sieht zumindest so aus. Versuchen wir es mal so. Okay. Das hat gut funktioniert. Das hat beide Laster kaputt gemacht. Und mich beinahe mit. Dann haben wir noch eine Granate. Die werfe ich da mal so dahin. Eine deutsche Stielgranate. So, und auch Ding haben wir zerstört. Oh, hier fliegt so einiges in die Luft. Jetzt muss ich mal auf die Karte gucken. Und auf meine Zeit. Wir müssen auf die andere Seite, glaube ich. Finden, Informationen, deaktivieren. Super, ja. Yep. Wir müssen auf die andere Seite. Sind da noch böse deutsche Soldaten? Ja. Da sind noch deutsche Soldaten. Ganz böse. Oh, Schmerz. Hallo, Jungs. Zeigt ihr euch? Nö, eigentlich nicht, ne? Dann. Oh Gott, falsch. Das war falsch, das war falsch, das war falsch. Mist, jetzt geh runter. Vorsicht! Er muss hier irgendwo sein. So, du musst auch sterben. Und du musst natürlich auch dran glauben. Oh, verdammt. Schmerz. So, du bist auch ausgeschaltet. Wollt ihr was erkennen? Ich hab mich erwischt. Kameraden! Yeah. Wo sind jetzt die nächsten Gegner? Wartet, bis er rauskommt. Wo sind Gegner? Ich muss weiter. Verdammt. Die anderen sollen ihn auf der Reserve lassen. Ich muss und will weiter. Da sind noch Gegner. Ich muss weiter. So. Und wieder einer. Oh, die Kämmen an meinem Gewehr werden immer mehr und mehr und mehr. Oh Gott, da ist noch einer. Shit. So. Den habe ich auch noch geholt. Ohne Slow-Motion-Anvisierung. Oh Gott, ich muss hier weg. Oh. Shit! Und jetzt muss er nachladen. Das ist uncool. Oh mein Gott. Ja. Verdammt. Oh Gott. Oh mein Gott, das ist ja noch eine. Shit, daran, das habe ich jetzt gar nicht bedacht. Ja, das wird dann wahrscheinlich noch ein längeres Let's Play und ich quatsch jetzt einfach mal weiter und mach daraus 4 und 5. Nein!
Oh, jetzt bin ich schon wieder gestorben. Ich gehe zu brutal an die ganze Sache ran. Ja. Leute, ich bedanke mich jetzt einfach fürs Zuschauen. Ich bin jetzt gestorben. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, auch wenn schon wieder sehr viele virtuelle Tode meinerseits und andererseits stattgefunden haben. Ich hoffe trotzdem, euch hat die Folge gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.